Was man manchmal draußen in der Praxis sieht, ist die Kombination von rückgedeckter und pauschalodierter Unterstützungskasse. Das ist eine Konstruktion, die sollte man auf jeden Fall vermeiden. Manche machen es auch in einer Unterstützungskasse rückgedeckt und pauschalodiert kombiniert, weil man manchmal glaubt, für ältere Mitarbeiter mit der rückgedeckten Unterstützungskasse was Positives zu tun. Sollte man tunlichst unterlassen. Das ganz große Problem ist, dass rückgedeckte und pauschalodierte Unterstützungskasse grundsätzlich zusammengezählt wird. Bei der rückgedeckten Unterstützungskasse bin ich immer an meinen zulässigen Kassenvermögen. Bei der pauschalodierten bin ich zuerst drunter, kann später auch drüber sein. Das Problem ist, wenn ich drüber bin, kann ich nicht mehr dotieren, auch für die rückgedeckten Verträge nicht mehr dotieren. Und das ist das ganz große Problem. Aus einer Kombination von rückgedeckt und pauschalodiert, das in der Praxis häufig übersehen wird, das in der Praxis auch von Steuerberatern so nicht gekannt ist und das häufig zu großen Fehlern und Überraschungen bei Betriebsprüfungen führt.